Wir gelangen nunmehr zum sechsten Punkt der Tagesordnung. Sechster Punkt der Tagesordnung. Hierbei geht es um das Sicherheitsverwaltungsanpassungsgesetz 2015. Dieses soll unter anderem einen besseren Schutz für von häuslicher Gewalt bedrohte Frauen bringen. Bisher ist es so, dass Personen in Notwohnungen bzw. Frauenhäusern diese als Meldeadresse angeben müssen. Künftig soll es möglich sein, dass dieser Meldepflicht zum Schutz der Opfer auch an der Adresse der Betreuungseinrichtung nachgekommen werden kann. Zudem soll für betroffene Personen automatisch eine Auskunftssperre verhängt werden. Damit will man gewalttätigen Familienangehörigen erschweren, die betroffenen Opfer aufzuspüren.